So, da sind wir wieder und wir machen hier auch gleich weiter bei Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Ja. Ich will mal schauen, dass ich mit dieser Aufnahme mit der Story noch fertig werde. Denn ich kann mal sagen, wir sind nicht mehr so weit vom Ende entfernt. Guten Morgen! Aber erstmal noch ein bisschen Retterteam-Alltag, paar Jobs machen, Rang erhöhen, whatever. Irgendwas kriegen wir schon noch hin. Dann lesen wir nochmal Pokémon-Zeitung. Wunderfelder normalisieren Werte. Wenn ein Angriff durch einen gegnerischen Heuler reduziert wurde oder eine Verteidigung durch einen gegnerischen Rutenschlag, kann der Wert durch das Betreten eines Wunderfelds oder verlassener Ebene normalisiert werden. Vorsicht, das gilt auch für erhöhte Werte. Ja, das weiß ich schon. Alles verloren. Wenn dein Retterteam in einem Dungeon besiegt wird, verlierst du einige Items und dein ganzes Geld. Achte also darauf, was du mitnimmst. Verwende das Kangama-Lager, um wertvolle Items sicher zu lagern. Jep, das weiß ich auch schon. Wir haben sonst keine Post. Was haben wir denn noch als Jobs? Ach, den können wir jetzt sowieso mal kurz wegtun. Ich habe einmal Stahlberg, einmal Stillklamm, einmal Feuerberg. Dann schauen wir doch mal ans Infobrett. Wobei... Hast du einen Belebersamen? Nein, hast du nicht, aber er hat Röntgenaugen. Leider gerade nicht genug Geld dafür. Das ist ein sehr nützliches Item. Gut, dann lagern wir halt unser ganzes Geld mal hier ein. Dann schauen wir doch mal, was gibt's denn hier? Hier noch eine Mission am Feuerberg. Allerdings sehe ich, das ist eine Escort-Mission. Ich mag keine Escort-Missionen. Wieso sind hier so viele Escort-Missionen? Wo wollten die alle hin? Das sind alles Escort-Missionen hier. Es gibt hier nur eine einzige Mission hier, die keinen Escort hat, und das ist die hier. Sagen alle, nimm mich mit oder ich will dahin oder eskortiere mich. Was will hier? Stillklamm U9. Gibt es ein Orangegummi als Belohnung? Ich habe im Stillklamm eh eine, also mach mal die. Einfach damit ich keine verdammte Eskortmission machen muss. Wen hatten wir das letzte Mal echt dabei? Es ist jetzt doch schon ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Die ersten drei Aufnahmen habe ich ja mehr oder weniger am Stück gemacht. Also die Tage aufeinander, aneinander folgenden Tagen habe ich die gemacht, sagen wir es mal so. Ach, ich habe ja hier noch ein paar tolle Sachen. Die können wir gleich verkaufen. Dann verkaufen wir hier noch schnell was. Zum einen das Goldband hier. Dann haben wir hier noch den Brüller, den ich gar nicht für so einen großen Brüller halte. Ich weiß schon, der war flach. Und den Raub verkaufen wir auch noch. Dann haben wir jetzt zumindest 2800 Poke. Könnten wir uns theoretisch sogar die Röntgenaugen kaufen, aber ich spare lieber das Geld. So. Haben wir ein bisschen Geld auf der Tasche für den Fall, dass er wieder ein paar Belebersamen für uns hat. Wen hatten wir jetzt eigentlich das letzte Mal dabei? Don oder Fliegi? Weiß es jetzt gar nicht. Fangen wir einfach mal wieder bei Don an. So. Ist ja sowieso nur eine kleine Mission zum Stillklamm. U7 und U9. So. Ein Teddy Ursa.
schon ziemlich sorglos rumrennen. Pokémon hier können mir nichts machen. Aber Chrissy erreicht Level 22, das obwohl sie nur so wenig EP gibt. Ein Spezialband. Das geben wir doch mal dem Don. So, was haben wir hier? Ein Hornio. Ein Riesenraum. Ach Gott, wie langsam will er uns jetzt noch machen? Wenigstens ist die Treppe hier. Gleich wieder bei der Treppe rausgekommen, das ist ja sehr schön. Dann können wir hier relativ schnell durch. Ein Wechselob, oh, ich sehe die Treppe. Da kommen wir von hier aus aber nicht hin. Aber hier. So, dann sind wir schon in U5. Hier haben wir ein Blaugummi. Das ist sehr schön. Der Imba-Ultraschall. Die Attacken so häufig daneben gehen hier. Das meine ich damit. Kümmert ihr euch mal um den. Keine Lust, da jetzt noch mehr Attackenpunkte dran zu verschwenden. So, U6 sind wir schon. Bis U7 und U9 müssen wir, soweit ich mich recht erinnere. Macht ihr das mal. Den hier. Treppe. Sehr schön. Jetzt müssten wir eine Zielebene haben. Und genau, wenn wir eine Zielebene haben, haben wir die Treppe natürlich direkt vor der Nase. Duster möchte sich uns anschließen. Ja, du darfst mit. So. Wen bauen wir denn hier jetzt mit rein? Haben wir noch jemanden? Ach, ich weiß schon. Das wird Konchan. An dieser Stelle übrigens auch schöne Grüße an dich. Ich meine zwar, dass du dieses LP nie schauen wirst, aber egal. So, dann haben wir jetzt Konchan im Team. Der ist Level 11. Was hast du so an Attacken? Nichts Besonderes, aber die Glut darfst du mal behalten. Den machst du bitte aus und den bitte an. Na, dann schauen wir mal, wie lange es noch dauert, bis ich meinen Klienten hier jetzt finde.
wieder kaum noch Attackenpunkte auf meiner Linkattacke. Das ist ja sehr schön. Hier geht's nur im Kreis. Was für eine verworrene Ebene. Ach, da ist das Garabon. Don Marcy erreicht Level 17. Der kriegt schon wieder so einen krassen KP-Anstieg. Da hat der schon 93 KP. Junge, ist ja langsam mal gut, hey. So, Scarabon haben wir gefunden. Ja, den wollen wir retten. So. Nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen. Wir haben auf U9 noch was zu tun. Konchan erreicht Level 12. Ja, der kriegt auch so einen guten KP-Anstieg. Nicht ganz so gut wie Don Marcy, aber auch ziemlich stark. Du kannst das, kann ich viel besser. Na gut, zumindest wenn ich treffen würde. Da geht's überhaupt nicht weiter, das ist ja sehr schön. Dabei will ich doch diesmal wirklich nur die Treppe finden. Einen Apfel, das ist sehr schön. Ich habe eh gerade Hunger im Spiel, also. Treppe. So, und jetzt nur noch den letzten Klienten finden und dann haben wir es schon wieder. Ja, genau so. Dann verlassen wir jetzt den Dungeon. So, was kriegen wir denn hier? Ein rosa Gummi. Und 10 Retterpunkte. Und ein orange Gummi. Und 20 Retterpunkte. Dass wir nur 2 Ebenen mehr 10 Retterpunkte mehr bekommen. Ja, dann speichern wir mal wieder und schauen wir mal, wie es weitergeht. Oder ob es überhaupt jetzt wieder weitergeht oder ob wir noch mehr Jobs machen müssen. Oh, es geht weiter, es geht weiter. Oh je, noch ein Erdbeben. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es wirklich viele Erdbeben. Oh, hallo, du bist früh auf den Beinen. Hast du eben auch das Erdbeben mitbekommen? Bei so vielen Erdbeben kann man nicht richtig schlafen. Hey. Hey, Lombrero, was ist los? Wir brauchen euch am Pokémon-Platz. Dort versammeln sich gerade alle. Stimmt irgendetwas nicht? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Tangolist hat alle zusammengerufen. Er hat auch die anderen Retterteams versammelt. Kilian, gehen wir. Na, da steht wirklich eine Menge rum. Wow, sieh dir all diese Pokémon an. Scheint, als hätten sie jede Menge Rettungsteams ausgeschickt, um zu helfen. Ich habe einige ziemlich berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten gesehen. Dieser Tangolist, was hat er mit all den Retterteams noch vor? Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Es ist eigentlich nicht meine Art, das Ruder so an mich zu reißen, aber... entschuldigt, aber ich finde, uns läuft die Zeit davon. Wir haben ein Riesenproblem. Simsalas Team machte sich auf in die Tiefen dieser Welt und sie sind immer noch nicht zurückgekommen. Was? War?
Ja, leider. Simsala und sein Team brachen auf, um Groudon zu suchen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Keine Ahnung? Wie ist das möglich? Wir sprechen hier von Simsala. Aber sie sind noch nicht zurückgekehrt. So viel steht fest. Es ist wahr. Und es scheint, dass Groudon eine Klasse zu hoch für uns ist. Was? So stark? Das Pokémon namens Groudon? Geh doch in die Höhle und überzeug dich selbst davon. Was? Du machst doch Witze. Da unten fließt überall Magma. Da verbrenne ich mir doch da verbrenne ich doch bei lebendigem Leib. Ruhe, seid bitte ruhig. Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist jedenfalls bestimmt kein Ort, an dem jeder x-beliebige hingehen kann. Deswegen bat ich so viele Retterteams, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spitzenteam der Besten von uns zusammenstellen. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird als Heldenteam das Abenteuer in den Tiefen dieser Welt auf sich nehmen? Kilian, das ist doch eine großartige Gelegenheit. Lass uns das erledigen. Lass das, lieber Freunde. Was ist denn los mit dir? Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ihr seid sicher viel stärker geworden, das ist wahr, aber es gibt da draußen noch genügend Pokémon, die noch stärker sind. Will keiner vortreten? Ich werde gehen. Boah, wow. Das ist Turtok. Du meinst Team Hydros Frontkämpfer Turtok? Die Wasserkanonen auf seinem Rücken erzeugen solchen Druck, dass sie sogar dicke Eisplatten durchdringen. Das heißt, Groudon sei ein Boden-Pokémon. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Ich bin effektiv gegen Bogen-Pokémon. Meine Hydro-Pumpe wird mit Groudon kurzen Prozess machen. Ja, denkst du mal, der hat eine Dürre, Junge. Ich bin auch dabei. Wow, das ist Octillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ihre Spezialität sind hartnäckige und lähmende Attacken. Sie hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Schätzchen, wenn ich ein zähes Pokémon sehe, möchte ich es mit all meinen Tentakeln umarmen. Ihr werdet mich dabei doch wohl nicht vergessen, hm? Wow, Geowatz. Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist hart wie Gestein, er soll sogar Explosionen ohne bleibenden Schäden standhalten. Wenn Groudon erwacht ist, soll mir das nur recht sein. Ich benutze meinen Steinwurf, dann bleibt er dort, wo er hingehört. Oh, Turtok, Octillery und Geowatz. Niemand wird diese Wahl in Frage stellen. Diese drei Retter werden sich also aufmachen, Simsala zu retten. Ja, gute Wahl. Ihr repräsentiert uns alle, wir wollen stolz auf euch sein. Auf geht's. Schafft es für uns. Rettet Simsalas Team. Seht ihr, die sind ganz schön zäh, hm? Überlasst das ihnen. Da kann man nichts machen. Ich wünschte, wir könnten auch mitgehen, aber da lässt sich leider nichts ändern. Das Team von Turtok soll sich um die Dinge dort unten kümmern. Und wir geben unser Bestes bei der Erledigung unserer Rettungsjobs. So, haben wir Post? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen mal wieder ans Infobrett gehen. Ach, Moment, der will mir jetzt sowieso nichts geben, weil mein Inventar voll ist. Das heißt, ich lagere erstmal wieder was. Fragebeere haben wir auch zwei, braucht man nur eine. Und die drei Orbs brauchen wir auch nicht. Was hast du denn heute? Du hast zumindest einen Belebersamen. Jo, das nehme ich nachher auf dem Rückweg mit. So, dann schauen wir mal. Kleinhand, zweimal Finsterfaust, Stillklamm, Donnerberg mit Eskort. Nein, danke. Nope. Eskortieren. Und das ist eine ganz normale Mission.
Ich habe noch eine Feuerberg, ne? Ist die Frage, traue ich mich irgendjemanden dorthin zu eskortieren bis Ebene 6? Wenn ja, würde ich das allerdings nur mit 2 Teammitgliedern machen. Also, da würde ich nur mich selbst und Chrissy mitnehmen. Ich probiere es einfach mal. Dann haben wir mal ein bisschen was Anspruchsvolleres hier. Die anderen zwei... Also ich muss ja zum Glück nur bis Ebene 6 eskortieren, alles danach. Ist ja... dann relativ egal, da geht's nur noch um mich und Chrissy. So, ich habe 450, das heißt, ich muss noch 350 mitnehmen. Zweiten Belebersamen aber auch gleich mit. So. Dann war's das damit. Oh, Moment, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Bis gleich.